wenn ich drehe, ist irgendwas, es kann nicht einmal ein Tag sein, wo nicht die Post klingelt, wo kein Baustellenfahrzeug vorbeifährt, wo alles mal schön ist. Nein, das gibt es einfach nicht. Boah. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder eine Reihenvorstellung geben und zwar zu dieser Reihe hier. Das ist die Dark Elements Reihe von Jennifer Armentrout und ich liebe diese Reihe über alles und ich feiere diese Reihe total und sie gefällt mir definitiv noch besser als die Obsidian Reihe. Und darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Da ich wie immer ziemlich planlos bin, fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass ich euch kurz erkläre, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Ich nehme hier dazu mal den Inhalt so vom ersten Band vor, sonst spoile ich euch auf die anderen beiden Bänden und das wäre doof. Ich sage aber dann trotzdem noch kurz dazu, wie ich sie finde und wie sie mir gefallen haben. Im ersten Band von Dark Elements lernen wir Layla kennen. Layla ist 17 Jahre alt und Layla wäre gern ein normales Mädchen. Ist sie aber nicht. Layla ist eine Mischung aus einem Dämon und einem Gargoyle. Das macht sie zu etwas ganz Besonderem und auch zu einem Wesen, was eigentlich von keinen Seiten irgendwie geschätzt wird. Layla hat die besondere Gabe, sie kann Auren sehen. Das heißt, sie kann die Seelen der Menschen sehen. Und sie lebt bei den Wächtern, also den Gargoyles, und diese sind natürlich jede Nacht auf Dämonenjagd unterwegs. Und Layla hilft den Wächtern, indem sie die Leute ohne Seele, also sie sieht das ja dann, dass die keine Aura haben, die tut sie anfassen, also sie muss die nur kurz berühren und damit markiert sie die. Dann bekommen die so einen gelben Lichtschein und daraufhin können die Gargoyles es wiederum sehen und die tun dann die Dämonen zurück in die Hölle schicken. Und Layla findet das als eine sehr, sehr vernünftige Lösung, weil sie ja die Bösen quasi so mit zurück in die Hölle schickt. Und auch wenn sie sich nicht wie die Wächter in einen Gargoyle verwandeln kann, hat sie so das Gefühl, sie tut ihren Beitrag und sie hilft den anderen dabei. Und man muss dazu sagen, Layla ist bei den Wächtern nicht so ganz 100% willkommen. Man hat sie zwar aufgenommen und großgezogen, aber man behandelt sie doch schon anders als alle anderen. Denn Layla hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann nicht nur Auren sehen, sie kann auch die Seele eines Menschen oder eines Gargoyles nehmen. Und dazu muss sie denjenigen nur küssen. Also sie muss nur Kontakt mit ihren Lippen irgendwie haben und ja, dann kann sie quasi die Seele in sich aufsaugen. Und das macht sie halt sehr, sehr gefährlich. Das ist für ein 17-jähriges Mädchen wie Layla auch absolut nicht schön, denn sie kann sich nicht mit Jungs treffen, sie hatte noch nie einen Freund und das findet sie natürlich alles auch ganz schön scheiße. Ist aber trotzdem froh, dass sie auf eine öffentliche Schule gehen kann, dass sie normale Freunde hat und dass sie doch irgendwie ein halbwegs normales Leben führt. Das ändert sich alles an dem Tag, an dem sie Roth kennenlernt. Layla ist wieder mal auf einem ihrer Streifzüge und möchte gerne noch einen Dämon markieren. Dieser lockt sie aber in eine dunkle Gasse und möchte sie dann quasi entführen und kidnappen und Layla weiß in dem Moment gar nicht, was da los ist, denn damit hat sie nicht gerechnet. Und sie hat auch Mühe und Not, sich gegen den Dämon zu wehren und bekommt auf einmal Hilfe. Und das von keinem anderen als von Ruff. Ruff ist selber ein Dämon und er ist so... Er ist einfach so toll und ja, er rettet sie dann und zusammen versuchen sie dann das Rätsel zu lösen, was der Dämon von Layla wollte und warum Ruff jetzt eigentlich genau hinter Layla her ist, was er denn von ihr wollte, warum ist er ihr in die Gasse gefolgt und ja, was ist da eigentlich alles genau los? Darum geht es quasi in Dark Elements, also Layla und Ruff versuchen dann gezwungenermaßen miteinander auszukommen und halt herauszufinden, was genau denn jetzt eigentlich mit den Dämonen los ist, denn irgendwie benehmen die sich ganz, ganz merkwürdig. Also so viel zum Inhalt vom ersten Teil, mehr möchte ich auch gar nicht sagen, es ist sonst wirklich viel zu viel. Also wie gesagt, es geht im Prinzip wirklich um die Beziehung zwischen Dämonen und Gargoyles und Himmel und Hölle und Layla, die da irgendwie so da dazwischen hängt als Mischwesen und versucht halt auch noch ihren Platz im Leben zu finden und ich kann nur sagen zu den Charakteren, ich mochte Layla als Protagonistin unheimlich gern. Ich finde sie absolut sympathisch und ich kann mich da gut in sie hineinversetzen. Ich kann da gut verstehen, dass sie Probleme hat, sich selbst auch zu finden und selbst halt auch sich zu akzeptieren als das Wesen, was sie ist. Denn sie wurde ja von klein auf von allen Seiten immer nur runtergemacht quasi und schlecht behandelt und keiner hat sie quasi so akzeptiert, wie sie ist, außer Zane. Und Zane ist quasi ihr bester Freund und sie sind wie Geschwister aufgewachsen und Layla ist halt auch schon immer heimlich in Zane verliebt gewesen und ja, kann ihm aber halt nicht nahe kommen aufgrund dieser Seele-Saugen-Sache. Und erstmal abgesehen noch von dieser Kuss-Sache ist natürlich auch noch das Ding, dass Zane in ihr halt wirklich wie so eine kleine Schwester halt nur sieht und ja, sieht halt auch das irgendwie jetzt so hinnimmt und so damit lebt. Zane ist als Charakter wirklich auch ganz, ganz toll. Ich finde ihn absolut sympathisch und ich mag ihn auch unheimlich gern. Und ja,
Roth ist auf der anderen Seite dann noch als Charakter da und Roth ist einfach nur, ich liebe ihn. Also der wäre mein optimaler Book-Boyfriend, da geht nichts drüber. Er ist so, so toll und ich mag einfach diesen ganzen Charakter von den ganzen Grundzügen her. Wir haben ja hier Jugendfantasy, also man kann jetzt hier nicht sagen, dass diese Charaktere eine übelste Tiefe haben, aber ich finde schon, dass die sehr, sehr vielschichtig gestaltet sind und dass man sich gut in die Charaktere hineinversetzen kann und dass man gut mit den Charakteren mitfühlen kann. Und ja, ich mag sie einfach unheimlich gern. Ich finde auch die ganzen Nebencharaktere in dem Buch wirklich richtig gut. Also sei es jetzt die Freunde von Layla, Stacy und Sam oder die anderen Gargoyles, die es noch in diesem Clan gibt. Des und Jasmine und wie heißt er denn jetzt noch gleich? Nikolai und wie heißt sie? Danica. Also ich mochte die Charaktere wirklich alle von vorne bis hinten. Auch die bösen Charaktere fand ich richtig gut. Die hat Jennifer Armentrout auch wirklich richtig gut geschrieben und sie hat sie auch wirklich richtig böse geschrieben und ja, also charakteremäßig, I love it, I love it, I love it, I love it. Aber das ist ja bei mir und Jennifer Armentrout sowieso immer, ich liebe ihre Charaktere einfach. Zum Schreibstil brauche ich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Jennifer Armentrout ist für mich da meine Queen. Sie hat den allergeilsten Schreibstil von allen und ich muss auch wirklich sagen, dass die Übersetzer hier bei ihr wirklich ganze Arbeit geleistet haben in der Reihe. Es ist so witzig. Ich habe echt bei keiner Buchreihe, gerade im letzten Teil jetzt, ich habe so gelacht. Das ist komplett mein Humor. Ich kann da mich so richtig fallen lassen in die Geschichte und ich lache mit den Protagonisten, ich weine mit den Protagonisten, ich bin wütend mit den Protagonisten und das schafft Jennifer Armentrout bei mir einfach immer wieder, mich da wirklich in ihren Bann zu ziehen und das liebe ich einfach und ja, I love it. Also vom Schreibstil her kann man einfach nicht sagen, es ist absolut mein Ding und die Frau trifft da komplett meinen Geschmack. Was könnte ich euch zu dieser Reihe noch sagen? Ach ja, vom Setting und Worldbuilding her. Also wir befinden uns hier in einer Urban Fantasy Welt, also sprich es ist unsere Welt mit so einem Fantasy Elementen. Also es geht ja in diesem Buch um Himmel und Hölle im Prinzip, also um Dämonen und die Gargoyles, die in dem Sinne für den Himmel stehen. Und die bekriegen sich ja untereinander und ich mochte das Setting unheimlich gern. Washington als Stadt hat mir richtig gut gefallen. Ja, auch das Anwesen von den Gargoyles, wie das beschrieben wurde, das konnte ich mir richtig gut vorstellen. Und auch die Welt von Roth und den Dämonen hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte einfach alles total und ja, ich liebe das Setting. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich mag ja, Jennifer Armentrout umschreibt ja jetzt nicht so ausführlich wie andere, Gott sei Dank. Aber sie umschreibt es schon so, dass man sich das bildlich noch alles ganz gut vorstellen kann. Und das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. So viel erstmal zu diesen ganzen allgemeinen Sachen. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Handlung von jedem einzelnen Buch eingehen und euch sagen, was mir da wirklich besonders gut gefallen hat. Im ersten Band ist es ja so, wir werden ja quasi in diese Welt hineingeführt von Layla und Roth und Zane und lernen so ein bisschen den Zwiespalt zwischen Dämonen und Gargoyles kennen. Und ich finde, das hat sie wirklich sehr, sehr schön gemacht und mit sehr, sehr viel Humor auch gemacht. Und Roth ist einfach unheimlich witzig. Ich liebe seine ganze Art und Weise, wie er drauf ist, was er für Sprüche raushaut und was er einfach für einen Humor hat. Und Roth ist nicht alleine, Roth hat ein paar Hausgeister. Das kann ich so viel kann ich schon euch verraten. Und zwar mein Lieblingshausgeist ist natürlich Bambi. Bambi ist quasi das hier. Das zeige ich jetzt einfach mal, was hier vorne drauf ist. Und ja, Bambi ist einer von seinen Hausgeistern und Bambi ist einfach, ich liebe Bambi. Bambi ist so cool. Mehr möchte ich euch zu den Hausgeistern eigentlich gar nicht verraten, außer ich finde die Namen so absolut genial. Bambi ist eine Schlange und dann gibt es noch Klopfer und dann gibt es noch Fury, Nitro und Thor. Also ich liebe Disney und ich liebe Marvel und Jennifer Armentrout anscheinend auch. Deswegen hat sie da die Namen abgeleitet, aber es ist so unglaublich witzig und die Hausgeister sind einfach so toll und ich hätte auch gern einen. Und ja, die haben für mich da auch echt noch viel aus der Geschichte rausgerissen, diese Hausgeister, dass einem das so irgendwie so richtig ans Herz wächst. Ja, aber ich schweife schon wieder ab, zurück zur Handlung. Im ersten Buch, wie gesagt, geht es ja im Prinzip erstmal um diesen ganzen Zwiespalt zwischen Himmel und Hölle. Und es ist ja dann so, dass auf einmal die Dämonen anfangen, Jagd auf Layla zu machen. Und die herausfinden müssen, warum und was da los ist. Und Roth wird quasi in die Welt geschickt von den Menschen, um halt das auch herauszufinden. Denn Roth ist kein einfacher Dämon, sondern er arbeitet für den Boss.
Und der hat halt mitgekriegt, dass irgendwas da oben bei den Menschen nicht stimmt. Und das soll jetzt Roth halt herausfinden und er soll halt klären, was das Ganze mit Layla zu tun hat. Und die wiederum will natürlich auch wissen, warum man sie gefangen nehmen möchte und was da genau los ist. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, euch irgendwie was über die Handlung zu erzählen und euch zu viel zu verraten. Denn die Bände knüpfen alle nahtlos aneinander über. Also wir haben hier keine Zeitspanne zwischen den einzelnen Bänden da dazwischen, sondern es knüpft wirklich aneinander an. Also man kann die echt genial hintereinander auch zusammen weglesen. Zum Ende vom ersten Teil passieren hier ganz, ganz viele Sachen und aufgrund Verkettung unglücklicher Ereignisse, nennen wir es mal so, wird ein ganz spezieller Dämon erschaffen. Und in dem geht es dann quasi im zweiten Teil. Dieser Dämon wird erschaffen, aber man findet ihn nicht. Also man findet nur quasi die Hülle, in dem dieser Dämon erschaffen wurde. Und Layla und Roth und Zane versuchen dann im zweiten Teil diesen Dämon zu finden. Dark Elements war die erste Reihe bei mir, wo ich zum Ende hin bei so einer Dreiecksbeziehung das erste Mal gesagt habe, ich möchte gern, dass die Protagonistin mit beiden glücklich wird. Ich möchte gern, dass die sich jetzt in der Mitte teilt und dann mit beiden am Ende happy ist und dass da keiner mit einem gebrochenen Herzen zurückbleibt, aber das geht natürlich nicht. Ja, sie muss sich dann halt für einen von beiden entscheiden und das ist gar nicht so einfach. Das Ende vom zweiten Teil war absolut dramatisch. Also ich habe nur am Ende gedacht so, oh mein Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Ach du Scheiße. Und so, oh mein Gott, bitte nicht. Und ich habe da wirklich so gelitten zum Ende hin. Und dann kam dieser fiese Cliffhanger. Der letzte Satz war wirklich das große Geheimnis, wurde dann mit dem letzten Satz im Buch gelüftet. Und du denkst dir so, nein, jetzt musst du Ewigkeiten warten, ehe der dritte Teil kommt. Und der dritte Teil. Der dritte Teil ist unheimlich gut. Die ersten 30 Seiten, ich habe Tränen gelacht. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Die ganze Situation ist einfach so urkomisch und abstrakt am Anfang hier vom dritten Teil. Das ist einfach so witzig. Also ich sage, es war wieder voll mein Humor. Roth ist einfach Roth und Layla entwickelt sich ja während der Geschichte auch weiter. Sie wird ein bisschen tougher, also sie wird jetzt nicht so eine übelste Badass-Kick-Ass-Braut, aber sie wird schon tougher und ist nicht mehr ganz so schüchtern und zurückhaltend und entwickelt sich da wie gesagt auch weiter. Und wie gesagt, die ersten 30 Seiten, ich habe Tränen gelacht, es war so witzig. Und ich muss sagen, dass mir das dritte Buch auch wieder richtig gut gefallen hat von der Handlung. Hier wird am Ende wirklich alles sehr, sehr gut aufgelöst. Es sind am Ende für mich keine Fragen mehr offen geblieben. Man hat hier wirklich jeden Handlungsstrang erklärt bekommen. Jede Frage, die man hatte während des Lesens, so wie kann das sein, wieso ist das so, wurde hier wirklich am Ende alles aufgelöst und aufgeklärt. Einzig das Ende an und für sich, das große Kaboom, war anders als gedacht. Also das war alles zum Ende hin, die ganze Auflösung war dann etwas ruhiger, als ich es erwartet hätte. Also ich hätte am Ende wirklich sehr, ich hatte gedacht, das wird jetzt hier ultra dramatisch und ultra spannend und nee, wurde es aber nicht. Also die Spannung hat sich wirklich wahnsinnig doll aufgebaut und dann so, war es mehr so verpufft als alles andere, aber es war trotzdem ein sehr, sehr gelungenes Ende und mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen und ja, ich liebe diese Reihe einfach und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich muss allerdings sagen, dass ich nicht weiß, ob die Dark Elements Reihe für jeden etwas ist. Also jeder, der von euch die Obsidian Reihe kennt und jetzt vielleicht einfach nur sagt, okay, die Obsidian Reihe war von der Thematik her nicht meine Sache mit diesem ganzen, ihr wisst, was ich meine, ich möchte jetzt hier wieder nicht spoilern. Und ihr mehr so auf Himmel- und Hölle-Geschichten steht, auf Dämonen und Gargoyles und Engel und sowas und ja, dann könnte die Dark Elements Reihe was für euch sein. Sie ist aber vom Schreibstil her wirklich wieder komplett Jennifer Armentrout. Das heißt, wir haben hier Klischee, wir haben hier Kitsch, wir haben hier eine absolute Love Story, die definitiv auch mit im Vordergrund steht. Und Stereotypen sind hier auch wieder mit dabei. Und wenn ihr sagt, nee, da hattet ihr schon bei Obsidian keinen Bock drauf, dann lasst es, weil dann lest diese Reihe nicht, weil dann ist es vielleicht einfach nicht euer Fall mit der Autorin. Aber ich liebe sie. Ich liebe die Dark Elements Reihe. Ich finde sie, wie gesagt, viel besser als die Obsidian Reihe. Ich finde es auch schön, dass diese Reihe mit 3 Büchern jetzt hier abgeschlossen ist und dass sich das jetzt nicht wieder über 20 Bücher zieht. Und ich kann nur sagen,
Ich liebe diese Reihe, ich liebe diese Bücher, ich finde die Cover auch absolut cool, also ich finde, es ist halt einfach mal was anderes. Problem ist nur, wenn ich das jetzt immer in die Kamera halte, es reflektiert halt wie Sau. Aber ich finde die Cover absolut cool, ich liebe die Bücher und ja, jeder, der wie ich auf kitschige, klischeehafte Liebesgeschichten steht, der sollte diese Reihe auf jeden Fall lesen, sonst verpasst ihr da echt was. Und wie gesagt, gerade der dritte Teil zum Ende hin fand ich wirklich gut, dass man hier alles aufgelöst bekommen hat, dass man alles geklärt bekommen hat und ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und ich gebe ja normalerweise keine Sterne, aber wenn ich welche geben würde, hätte hier jedes einzelne Buch von mir 5 Sterne bekommen. So ist das. I love it, I love it, I love it. So, jetzt kam gerade die Post dazwischen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr die ersten beiden Bände von der Reihe schon gelesen habt oder vielleicht auch sogar schon den dritten, der kommt ja jetzt morgen erst raus, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Reihe fandet und ob sie euch auch so gut gefallen hat oder ob ihr sagt, nee, das ist ja ganz gruselig. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.